Hallo Leute, ja, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Anno 1602. Huiuiuiuiui. Peace. Penis. Ja, Ja, er genau. belästigt uns Allgemein. wieder. Natürlich, was sonst? Und das ist jetzt, ich weiß nicht, wie viel Aufnahme versuchen, nachdem uns einmal das Spiel verarscht hat, indem es einen übelsten Grafikglitch gehabt hat. Den Und ich sogar gesehen habe. das andere Mal, weil der Sound total abgecrackt ist. Aber Gott sei Dank war es relativ am Anfang. Also du hast ja gerade gefragt, welchen Fan wir als ersten da knüppeln sollen. Ich würde mal sagen, den blauen. Den blauen. Ja. Ich wäre nicht dafür. Der da am meisten Geld. Es liegt nicht darum, weil er am meisten Geld hat. Ich nehme deshalb nicht als erstes, weil seine Inseln kaum Rohstoffe bieten. Nicht? Der hat Vulkan und total, keine Ahnung, kaum Erz hier. Ich wäre eher für den gelben, weil der hat nämlich richtig große Wir machen ihn Felder. weg. Ja, aber wir, noch können wir nicht. Noch. War bald schon. Ja. Und den roten, glaube ich, oder den blauen werden wir als letztes machen. Ich hätte eher den blauen gesagt, einfach so aus Prinzip, weil du den die ganze Zeit nehmen wolltest am Anfang. Ja. Hier ist unser Schiff, die weiße Gülle. Ach ja. Am nächsten müssen wir nicht wieder 50.000 Mal aufnehmen. Weil ihm die Insel Ja. nicht passt. Das war bis jetzt nur einmal. 15 Mal. Hey, wir können bald eine Kirche bauen. Die du eh nicht bauen wirst. Ja, stimmt, die werden wir verbrennen. Ja, definitiv. Das ist die Kirche zum heiligen McCreeper, Mann. Du mit der MacCreeper, ey. Warum nicht? Oh, wir sind gleich da. Und. Ach übrigens, das Hostel wird ab morgen Minecraft Let's Playen. Ja, voll, ne? Weil ich ja so Minecraft-Suchti bin. Jeden Tag zweistündige Folge. Ja, klar. Ja. Müsst ihr nicht unbedingt glauben, Leute. Das sind seine Wunschvorstellungen. Nein. So, jetzt segeln wir nämlich wieder hierhin und nehmen ein wenig Holz und Ziegeln von hier mit. Juhu. Und hier haben wir ja gerade eben so schön Tabakwaren gebaut. Der macht jetzt Zigaretten. Und hier brennen wir jetzt Alkohol. Ich frage mich sowieso, wieso müssen wir Zigaretten machen, wenn die den Tabak doch sowieso roh fressen? Glaube ich irgendwie auch so langsam, dass sie den roh fressen. Ach ja, ich Immerhin. mag die Musik des Games. Oh ja. Ja, die hört sich im Moment so gut an, also das ist unglaublich. Ja, vor allem, weil du es beurteilen kannst, ne? Klar. So. Ich hab erstmal genug geklaut von hier. Dreckiger Dieb. Ach, ich bin doch kein Dieb. Nein, du doch nicht. Ich hab nur bis jetzt von jedem die Kindheit geklaut. Nee, keine Ja. Ahnung was. Das auch. Ach man, wir können uns keine weiteren Farben leisten. Nicht? Nee. Du bist so arm. Ja, aber du, ne? Da. Die Insel macht 110 Minus. Ich finde das sau scheiße. Super Wirtschaft. Ja, weil da vier Gebäude draufstehen. Okay, mit dem Kontor 5. Hallo, das ist doch Krass. voll die Verarsche. So, du kriegst das, das. Und dann segeln Und wir das. hier hinter mit dem Rest. Und dann fangen wir hier weiter mal das Bauen an. Euer Was Konkurrent machen wir hat ein mit Ziegel neues und Schiff Holz? Richtig, wir bauen gebaut. Toiletten draus. Oh ja, wir kacken so Ziegelsteine und so, ne? Was bauen wir denn als nächstes? Oder jetzt eher. Gehen wir jetzt eher wieder auf Tabak oder eher auf Alkohol? Was haben wir, wovon haben wir mehr? Von Alkohol haben wir, glaube ich, definitiv mehr. Dann würde ich jetzt mal sagen, ein bisschen Tabak. Jo, dann kommt als nächstes Tabak. Ich frage mich sowieso, wie muss wohl so Tabak so gegessen auf die Verdauung schlagen? Ich glaube nicht gut. Ah, das glaube ich irgendwie auch nicht. So. Hey jo, schon wieder eine Tabakfarm. Ich würde sagen, deswegen gibt's auch so wie die Siedler. Mein Gott, wieso haben wir keine Anlegestelle?
Ich glaube, ich habe die abgerissen gehabt einmal aus Versehen. Na, jetzt ist sie wieder da. Gut gemacht. Hat ein paar Ziegeln gekostet, aber scheiß drauf. Ja, wir haben sie im Überfluss. Soll ich vielleicht demnächst eine Mine bauen hier? Ich könnte es mir sogar leisten. Wir könnten uns was leisten? Ja, das ist mal wieder ganz was Neues, ne? Ja. Voll Wahnsinn. Ach ja. Tja. Wie geht's den Leuten hier? Sie, ihr bezahlt definitiv mehr Geld. Ja, wenn schon, denn schon. Hey, wie geht's denn euch? Uns geht's prima. Dann könnt ihr mal ein bisschen mehr zahlen. So, super. Ich bin jetzt so frech und baue hier jetzt eine Kirche hin. Oh. Wird doch eh nach 2 Sekunden wieder abgefackelt. Ja, und? Wie bieten die das drin überhaupt an? Ach, keine Ahnung. Mich? Wetten die beten Talos an. Ja, genau, Talos, den Gott der Götter. Den... Ach, keine Ahnung. Talos halt. Na ja, genau, der Talos halt. Der Talos-Gott halt. Wie sieht die Kirche aus wie aus so einem billigen Bastel-Dingen? Weißt du, was ich meine, oder? Du weißt schon, von wann das Spiel ist, ne? Ja. Das ist nie von 1602. Mein Gott. Der war so lahm. Der war ja schon wieder fast genial. Ich denke, einige hätten es sogar geglaubt. Hey, das war 1602, boah geil. Na toll. Na gut, wir segeln jetzt wieder hier hinter. Zu unserer Goldinsel dieses Mal. Der Konkurrent erweitert seine Flotte. Ja, was hältst du eigentlich von der... seine Flotte aus. Was hältst du eigentlich von der Idee von Anno 2070 oder was das auch immer ist jetzt? Dass ich das irgendwann jetzt planen werde, oder wie? Wie du das so, hey, du, die Idee findest an sich mal so. Ich habe mir da mal ein bisschen was durchgelesen. Die Idee an sich gesehen finde ich eigentlich gar nicht so schlecht, aber ich... Aber irgendwie, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob man das wirklich dann noch als Anno bezeichnen kann, dieses Spiel. Das ist dann wie die, das ist dann eher so anders. Ja, es ist anders, definitiv. Ich bin jetzt gerade überlegen, wohin ich diese Scheiße hier setzen soll. Ein Badehaus bin ich mal fast in die Nähe der Siedler setzen, aber. Ich bin überlegen, ob ich es hier hinsetze oder so, ob ich es hier hinsetzen soll. Macht das irgendeinen großartigen Unterschied? Ja. Wenn wir es hier hinbauen, haben die Leute hier hinten nichts. Wenn wir es hier hinbauen, finde ich, sieht es zwar nicht so toll aus, dafür haben die Leute mehr was. Naja, außerdem ist ja nicht das Wichtigste. Ich baue es hier hin und dann baue ich hier noch ein paar Plätze. So, jetzt haben die auch ein Badehaus. Super. Jetzt können sie sich einmal im Jahr baden gehen. Super. Ja. Wir holen jetzt hier ein wenig Gold ab. Damit hier weiter Gold abgeholt werden kann. Der Goldhandel wird sich auf jeden Fall noch auszahlen. Ja, das wird er definitiv noch. Die Pioniere bezahlen zu wenig. Ich habe jetzt aus dem 5 Gold rausgekitzelt. Mir crackt gerade der Sound von dir so übelst weg. Echt? Etwas so. Nein! Die bauen sich hier schon aus wieder wie die Ratten, ey. Kaum gehe ich darauf, dass sie sich ausbauen dürfen. Kommen sie daher und nutzen das natürlich schamlos aus. Natürlich. Ja, der hier, so, der hier, der ist sofort gewachsen. Der hier jetzt auch schon wieder. Oh mein Gott, wir haben schon Kaufleute, die wollen jetzt Kleidung haben. Ach du Scheiße. Das heißt, unsere Stoffvorräte, die sowieso schon so niedrig sind, super. Niedrig, die werden jetzt noch weiter angeschnitten. Ach, da geht ihm noch das Herz auf. Ich bin so glücklich. Frag mich sowieso, wozu brauchen wir eigentlich Kleidung? Keine Ahnung. Die können sich doch Stoff umwickeln und dann losrennen. Wir verbieten einfach generell irgendwie Alkohol, Zigaretten. Das Einzige, was man zum Leben übernutzen darf, ist über 300 Einwohner. So, ich glaube, hier bauen wir mal den Kontor einfach just for fun aus, damit er mehr fassen kann. Was? Ja, wir haben jetzt den Kontor ausgebaut. Juhu, da kommt ja unglaubliche Freude auf. Hey! Ja, und es wird wieder ein Tabakwaren.
Die Nachricht, die könnten wir eigentlich einblenden, die ist dauerhaft. Ja, das stimmt eigentlich, genauso wie Alkohol. Und ja, weißt du. Ja, und ja, ich war eben schlecht bei mir. Wartet mal, Leute, bis gleich. Jo, Leute, hier sind wir wieder. Nach einer kleinen Störung meines Vaters. Der ist einmal reingeplatzt und er wollte nicht rausgehen, nachdem ich ihn die ganze Zeit darauf hingewiesen habe. Vielleicht habt ihr das an meinem Kommentarstil bemerkt, dass ich etwas abgelenkt gewesen bin. Ja, und hat so ganz minimal gemerkt. Oh fuck, die Nahrung hier ist fast weg. Was wollte ich eigentlich hier? Ich glaube, ich wollte das scheiß Gold ablagern. Das könnte gut sein. Gut. Lager voll. Ja. Wir brauchen jetzt definitiv hier Nahrung. Wie machen wir das? Komm. Keine Ahnung. Tabak essen, dann noch was zu essen verlangen. Ist ja unglaublich. Ja, die Bedürfnisse hier sind echt voll der Wahnsinn. Deshalb, wie viele Siedler haben wir eigentlich insgesamt? 791 oder irgendwie so, ne? Warte, Siedler hier auf der Insel haben wir kaum. Ah ne, 795, das sind die gesamten Einwohner. Halt auf allen Inseln. Ja. Die alle zusammen fressen und trinken, das ist unglaublich. Ja, manche Leute können es halt einfach. Ich weiß nicht, davon könnte man ganz Deutschland teilweise ernähren, weißt du? Oder die Jugend von Deutschland. Du hast ja. Ich weiß, das ist ja. Ziemlich gemeiner. Ja, du hast schon recht. Mein Gott, ein Haus brennt. Das interessiert mich. Wo brennt's denn? Der hat schon jetzt einmal kommt's. Gebrannt, der hier. Mysteriös. Immer das gleiche hier. Mysteriös. Ich glaube, die Illuminaten sind schuld. Die Bürger sind angepisst. Weil sie keinen Tabak haben. Natürlich. Bin ich auch angepisst. Naja, die müssen schon ziemlich süchtig sein. Ich rauche nicht, aber dennoch. Du kannst das dir vorstellen. Nein, nicht mal das. Super. Ich möchte einfach nur cool wirken. Echt genial. Ich frage mich, wie fassen die ganzen Leute in das Haus rein? Im Vergleich jetzt mal so die Größenordnung. Ich weiß es nicht. Aber die Frage ist nicht mehr. Das sind wahrscheinlich so Harry Potter Häuser, ist alles so innen drin riesengroß. Ja klar. Oder wie in allen wirklich allen RPGs. Genau, hier könnte ich eigentlich auch mal ein bisschen mehr Nahrung machen. Das wäre gar nicht mal so. Wäre nicht blöd. Das wäre gar nicht blöd. Das wäre sogar äußerst intelligent. Intelligent? Ja, wie schreibt man das, ne? Kennst du Ankloas? Klär mich mal auf. Es ist ein RPG-Maker, also der ist relativ bekannt, sage ich jetzt mal so. Er macht halt RPG-Maker-Spiele. Und, seine Rechtschreibung ist legendär. Legendär für den Arsch? Ja. Er schreibt Intelligenz mit I-N-T-I-L-I-G-N-Z. Intelligenz. Ach, wer würde das denn nicht tun? Beispielsweise mal. Vor allem die letzte Schlacht der Elfen, davon gibt's 7 Teile. Okay. Fail? Ja, wenig. So. Also wenn ihr lachen wollt, dann holt euch das. Das ist echt göttlich. So, was können wir jetzt machen? Haben wir vielleicht neue Baumöglichkeiten? Das glaube ich nicht. Wir könnten jetzt den Leuten Kleidung bringen. Wir könnten das jetzt in der Weberei ausbauen. Tun wir jetzt einfach auf, weil wir es können. Super. Und eine Schneiderei. Gib dem Pöbel doch das, was sie wollen. Ja. Kriegen sie jetzt auch. Super. Weißt du, wieso ich ihnen das gebe? Weil sie an ihre eigenen Scheiße ersticken sollen. Na, die haben keine Toiletten, nehme ich mal an. Also könnte das sogar passieren. Ja. Oder die kotzen einfach alles voll. So, unser Schiff darf nicht untätig sein. Wir segeln natürlich sofort wieder hier hinter. Bis Moby Dick das Schiff rammt. Genau.
Weil wir sammeln jetzt noch mehr Alk und Tabak. Ich meine, wir verprassen ja davon nicht genug. Ja, davon können wir gerne noch mehr verprassen und so. Und zum Überfluss. Hey, wir verkaufen das sogar. Das könnte ich mir sogar gut vorstellen. Und dann würden wir es wieder am Mangel haben. Dann würde es mich aber auch nicht wundern. Dann würde ich sagen, okay, wir sind schuld, selber schuld dran, aber wir machen das nicht mal. Ich sehe das jetzt schon. Wir werden eines Tages zu viel davon haben und dann denken wir, wir können dann wenig was verkaufen. Und dann, wenn wir es verkaufen, merken wir, scheiße, wir haben nichts mehr. Super. Weil dann schlagen die Sackgesichter nämlich richtig zu. Vor allem, wir wissen, dass es passieren wird, wenn es trotzdem genauso machen. Genau. Einfach, weil wir es können. Oh ja, da kommen noch richtig harte Zeiten auf uns zu. Nee, ich warte jetzt einfach. Wir könnten eine neue Soap drehen. Neue Soap. Schlimme Zeiten, schlechte Zeiten. Genau. Wird doch passen. Schlimme Zeiten, noch schlimmere Zeiten. Oder wie? Sollen wir Waffen machen? Ich wäre dafür, Waffen, ja, immer. Immer her damit. Schwertschmiede, nee. Dafür haben wir noch zu wenig Dingens. Eisen. Und das Eisen möchte ich gerne für Werkzeuge aufbewahren. Super. Wir haben eine Schule! Warum? Haben wir eine Feuerwehr hier auf der Insel stehen? Ich glaube nicht, oder? Oder? Ich sehe hier keine rumstehen, das ist es gerade eben. Ich würde vielleicht eine bauen. Würde ich gern. Mach ich. Aber. Kann gerade sagen. Ich weiß nicht wohin. Ich meine, hallo, Chicken Sandwich, das muss geschützt werden. Wir brauchen mindestens zwei Feuerwehren. So. Wird das so gesteigert? Ich schau jetzt mal schnell bei Google. Das interessiert mich jetzt. Feuerwehren, Feuerwehrhäuser. Die Feuerwehr. Die Feuerwehrautos. Die Feuerwehren. Ach, keine Ahnung. Ihr wisst, was ich meine. Ich schau jetzt nach, wie viel. Aber wie es richtig gesteigert wird. Die Steigerung von Feuerwehr. Aber Feuerwehr kann man nicht steigern. Weil Feuerwehr ein Nomen ist. Das wäre so, als würde ich. Ab Feuerwehr stimmt die Mehrzahl. Ja, steigern kann man es nicht. Du musst dann die Mehrzahl von Feuerwehr. Ja, meine ich ja. So, ich habe das jetzt einfach hier hingesetzt, weil ich es kann. Feuerwehren, stimmt schon. Feuerwehren? Echt? Ja, irgendwie anscheinend. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Ja. Und hier wird wieder fleißig Gold produziert. Juhu, Gold. Ich möchte endlich die Goldschmiede haben. Was du das möchtest. Ja, ich möchte vieles. Ureinwohner. Ich möchte auch. Seit wann steht eine Reh bei der Kuh? Ich muss mir Gedanken machen. Keine Ahnung. Vielleicht haben die eine Affäre, wer weiß. In einem Zeugnis ganz viele kleine Kuhkinder. Okay, die Vorstellung ist mehr als asozial. Die reifen sie dann, und wenn wir sie alle abschlachten. Eigentlich können wir jetzt die Insel hier komplett außer Acht lassen. Welche? Die hier, unsere erste Insel, Opferstadt. Oh, wo? Weil die sich selber versorgen können. Cool. Wir haben hier genug rumstehen und das Alkohol und den Tabak können wir aus der kleinen Insel hier beziehen. Kommt mir gerade so in den Gedanken. Naja. Das heißt, wir können uns der Hauptstadt widmen. So in etwa, weil ich sehe jetzt keine Probleme. Nahrung haben sie jetzt genug. Ich sollte denen vielleicht eventuell die Baumaterialien entziehen, damit die sich nicht einfach weiterentwickeln wie die Ratten. Ja, wie dem auch sei. Du leckst gerade so übel rum, das ist krass. Echt? Ja. Naja, ist jetzt auch egal. Wir beenden jetzt den Part. Guck mal, jetzt haben wir schon 847 Einwohner insgesamt. Nein. Doch. Oh mein Gott. Ja, oh mein Gott. Das geht immer gar nicht, ne? Naja, Leute. Nee. Das ist dann wieder Let's Play Anno 1602. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschaußen.
Adios.